Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zu Dragon Quest 11. In der letzten Episode haben wir hier mit dem Prinzen genauso wie mit dem König, mit dem Sultan, Entschuldigung, gesprochen, denn es ging um den Yggdrasil-Zweig und natürlich, wie soll es auch anders sein, bei dieser komischen Regierung, die hier vorherrscht, ist dieser Yggdrasil-Zweig leider nicht mehr in der Obhut bzw. im Besitztum des Sultanats. Nein, dieser Sultan hier, den ihr im Hintergrund seht, hat nämlich diesen heiligen Zweig zu irgendeinem komischen reisenden Händler oder so. Irgendwie sowas irgendwie einfach abgegeben, verkauft und was weiß ich nicht was, weil er einfach nicht wusste, was er da in der Hand hat und was er da für eine Macht überhaupt bei sich hat. Von daher, irgend so ein Händler, der da gerade durch die Welten von Erdria durchstapft, hat jetzt anscheinend einen Yggdrasil-Zweig an sich. Und deswegen ist unsere Mission auch, wie wir sehen es jetzt hier oben rechts, verlasse Galopolisen, reisen nach Gondolia, weil sich dieser Händler anscheinend auf dem Weg nach Gondolia gemacht hat. So, in der heutigen Episode jedoch, zunächst einmal, ich habe mich mal wieder nicht dran gehalten, bin vorhin erst aufgestanden, um genau zu sein, vor einer Dreiviertelstunde mal wieder, wobei eigentlich vor einer halben Stunde circa bin ich wieder richtig aufgestanden. Das heißt also, ich habe mich mal wieder super daran gehalten. Ich werde auch nie daraus lernen. Ich werde in der heutigen Episode nämlich, ich denke einfach mal, soweit der Plan zumindest, das Missionsverzeichnis mal wieder ein bisschen füllen. Und zwar sehen wir hier beispielsweise, entdecke das Tier in dir. Ich soll nämlich die Koopkraft das Tier in mir einsetzen, um einen Spitzwurm zu besiegen. Das ist halt so eine Sache, das kann interessant werden, weil dafür müssen wir erstmal in die Koopkraft kommen. Und wir haben hier noch ein köstliches Kaktuskotelett, wo wir ja eben eine Goldkaktuskugel, man sieht es ja jetzt hier unten, eine Goldkaktuskugel müssen wir besiegen, um ein Goldkügelchen zu beschaffen. Und anscheinend ist es halt eben so, dass man Kaktuskugeln besiegen muss, damit irgendwann einer davon ein Goldkaktuskugel eben ist. Ich würde sagen, rein logisch gesehen müsste ich zuerst die Kaktuskugeln attackieren, weil da habe ich auch die Wahrscheinlichkeit oder da habe ich auch die Chance, eine Koopkraft zu erlangen, beziehungsweise irgendwie gekräftigt zu werden, weil ich halt eben viele Kämpfe irgendwie austragen muss, um das dann gegen einen Spitzwurm einsetzen zu können. Aber ja, das wird heute mein Plan halt eben sein für die Episode. Mal gucken, ich weiß halt nicht, wie lange ich dafür brauchen werde. Es könnte natürlich jetzt sein, dass ich das jetzt gleich relativ schnell hinbekomme. Aber ich möchte erstmal zur Herberge. Ich möchte erstmal schlafen. Meine Leute sind noch ziemlich, ja, wollte gerade sagen, die sind noch ziemlich weggewuchtet, nachdem wir in der letzten Episode einen, man kann schon sagen, schon epischen Kampf hatten. Also natürlich, hat es ja auch rausgestellt, dass der Prinz ja wieder seine Lorbeeren bekommen hat, bis er sich dann natürlich erstmal mit der Wahrheit vor dem König gestellt hat und so. Aber wir sind dafür ja ziemlich in Mitleidenschaft genommen worden. 2108 Goldmünzen haben wir. Sag mal, was ist denn hier los? Warum sind wir immer so reich? Nicht, dass ich mich beschweren möchte. Da können wir gleich nochmal nachschauen. Ich glaube, da waren auch noch so ein paar Teile, die wir uns gegebenenfalls dort kaufen können. Oder, ja, jetzt natürlich die Frage, oder warte ich einfach, bis wir in der neuen Stadt sind? Ich glaube, ich warte einfach, bis wir in der neuen Stadt sind und hoffentlich bessere Sachen bekommen können. Auch wenn die Sachen hier schon ziemlich gut sind. Ja, ich würde sagen, wir warten einfach, bis wir halt eben uns bessere Sachen holen können. Oh, hier wird noch gesprochen. Okay. At last. I was beginning to think you would snuck out through the stage door. Ja, ich dachte, wir sehen uns jetzt erstmal nicht wieder, Ronaldo. Natürlich. Wieder irgendwo hochgeklettert. Wie soll es anders sein? What do you want this time? Hey, ta-da! Oh, don't be coy, darling. I want to come with you, of course. Nein. You should never have told me about your heroic quest if you didn't want me to tag along. Ich will dich auch nicht dabei haben. Außer wir können fünf Leute sein. You can't just decide to come with us. This isn't a game. Believe me, honey, I know it isn't. I've seen my fair share of fun and games on my travels. What kind of jester would I be if I hadn't? But I've seen tragedy too. People attacked by monsters, all kinds of awful things. Leute, die von Monstern angegriffen wurden, das ist mein tägliches Brot. My dream has always been to build a wonderful theater. Somewhere I can put on performances that will make millions smile. But how can I do that if this dark one of yours is going to be out there making people's lives awful? What I'm trying to say, darlings, is that we all want the same thing. So you see, I have to come with you. Oh, don't all squeal at once now. Ja, wir alle wollen dich dabei haben. Das wäre so schön, Ronaldo. Ich weiß nicht, ob wir fünf Leute mitnehmen können. Ich glaube, vier ist doch das Höchste. Nein, echt? Schließ dich der Gruppe an? Kann man mehr als vier Begleiter haben hier in Dragon Quest? Das mag ich doch zu bezweifeln, oder? Das geht doch safe, Call nicht. Wir müssen doch jetzt irgendjemanden rauswerfen gleich. Aber ich möchte keinen rauswerfen. Ich bin mit der Truppe, die ich jetzt habe, zufrieden. Nein, überhaupt nicht, Erik. Ich kenne den jetzt schon mittlerweile. So, tell me, what's our next move? Wir wollen erstmal Missionen erfüllen. We're going to need the rainbow.
and it seems that a traveling merchant has taken it to Gondolia. Gondolia? But honey, that's a port town. He's probably hopped on a boat and set sail by now. Deswegen will ich dich nicht dabei haben. Du denkst zu rational. Das ist doch blöd. Then we'll have to buy tickets for the ferry and gute Idee, Serena. Please, darling. We don't have time to be riding the ferry with the little people. Well, what's your bright idea then? Ich habe ein eigenes Schiff. I was thinking a ship of our own might be more chic, no? Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst. Luckily for you, I happen to have picked up a lovely er hat wirklich number ein eigenes. Okay, Leute, ich wusste das wirklich nicht. You're going up in my estimation by the minute. Nein, nein, Veronika, hör auf, bitte. You'd really be willing to let us use your ship, Mr. Sylvander? But of course, sweetie. That's what friends are for. And guess where the old girl is docked, hmm? No? Why, Gondolia, of course! Lucky! Natürlich hat er ein eigenes Boot. So what are we waiting for? The ocean beckons, shipmate! Westward ho! Damit sind wir auch noch auf ihn angewiesen. Weil wenn wir ihn halt natürlich nicht im Team dabei haben, haben wir auch kein Boot. Das fünfte Rad am Wagen. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass das nicht funktioniert, genau. Mit Rionaldos Beitritt ist seine Gruppe auf stolze 5 Mitglieder angewachsen. An einem Kampf können aber leider nur immer bis zu 4 Mitglieder teilnehmen. Du kannst deine Kämpfer auswählen, indem du im Menü verschiedenes, genau, Aufstellung, bla bla, Aufstellung auch während des... Oh, man kann die Aufstellung auch während des Kampfes ändern? Wait, man kann die Aufstellung während des Kampfes ändern. Bedeutet also, ich kann rein theoretisch, wenn jetzt, keine Ahnung, Erik kurz davor ist, hinzuvegetieren, kann ich dann auch einfach sagen so, ach, weißt du was, ja gut, dann tausche ich jetzt einfach Erik gegen Rionaldo. Rionaldo hat volle Leben. Herbal, mein Lieber, Gondolia ist ziemlich weit weg von hier. Du solltest lieber das hier nehmen, wenn du nicht tagelang durch die Wüste stapfen willst. Ein Pferdeglöckchen. Jetzt kann ich also mein Pferd auch sozusagen überall rufen, oder was? Wenn du es läutest, kommt ein Pferd angaloppiert, egal wo du dich gerade befindest. Nun, außer in einer Stadt oder in einem Verlies. Jedenfalls wird es dir viele Fußmärsche ersparen. Versprochen. Der Zirkusdirektor hat es mir vermacht, um sicherzugehen, dass ich nie eine Vorstellung verpasse. Aber du brauchst es gerade dringender als ich, also soll es dir gehören. Gut, nachdem wir das geklärt haben, sollten wir nach Gondolia aufbrechen, ja? Unser Schiff wartet schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht das Schiff auf uns wartet, aber... Okay, wir sind jetzt also 5 Leute und diese Kampfaufstellung können wir während des Kampfes verändern, nach Belieben und so. Das ist also, das ist etwas, was ich so gerne mitnehme. Jetzt verstehe ich auch, was es da ist mit Laguna di Gondolia, halt Strand an Gondolia eben. Wobei war das Strand? Weil ich kann mich nämlich daran erinnern, also doch Laguna müsste dann der Strand sein, beziehungsweise Lagune in dem Fall. Denn ich erinnere mich noch an unseren Italien-Urlaub. Wenn man nämlich in Italien in Urlaub fährt und dann dort so, ich sag mal, an so Strandgebiet Urlaub machen möchte, dann heißen diese Strandgebiete meistens Lido di. Und dann halt irgendwas, was halt dieses Ort-Gedöns da irgendwie, weiß ich nicht, ausmacht. Keine Ahnung, ist da irgendeine Statue von irgendeinem Typen, dann heißt es Lido di Alessandro oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, ja, und Laguna di Gondolia und so erinnert mich dann auch immer wieder weiter an Italien. Natürlich, es ist ja auch italienisch, ne? Laguna di. Sehr schön, Veronika. Aber ich sehe immer noch keine Goldkaktuskugel, ne? Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie, glaube ich, diese Mozzarella, die wir da ja gefunden hatten, in dieser anderen Wunschwelt da. Ich glaube, so ist es hier auch, dass es einfach so eine Rarität ist am Monster. Und wenn wir jetzt einfach genügend Kaktuskugeln halt irgendwie besiegen, dass hier und da dann einfach der ein oder andere Goldkaktuskugel eben erscheinen wird, die halt nur ein bisschen seltener ist. So kann ich mir zumindest vorstellen. Ich hoffe, das ist auch so. Serena erreicht Level 14. Wunderbar. Zaubersäuse. Schön. 2 Talentpunkte. Nein, nicht sofort verwenden. Aber schön. Direkt nächste Level ab. Das Gute an diesen... Warte mal, ich kann den nicht attackieren? Oder ist es gar keine... Hä? Warum konnte ich den jetzt gerade nicht schlagen? Normalerweise kannst du die Teile doch schlagen. Die Kaktuskugeln greifen zuerst an und genau, und erwischen die Gruppe völlig unvorbereitet. Natürlich, wir waren komplett unvorbereitet. Ja, ja, nee, ist klar. Ich wollte ja auch nicht irgendwie gerade... Alter, der killt mich gleich. Ja, 27 Leben. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt gerade die attackieren wollte und die überraschen wollte. Nein, nein. Die haben uns natürlich komplett unvorbereitet attackiert. Was soll ich jetzt gerade nochmal sagen? Genau, ich glaube, das ist einfach so eine Rarität an Monstern halt eben. Na halt irgendwie. Natürlich bist du auch gelähmt. Wie geil ist das denn jetzt bitte? Giftdolchmesser lässt auf jeden Fall hier nicht zu wünschen übrig. Es gibt nämlich etwas zu erzählen, meine Damen und Herren. Guck mal, ich kann das Teil nicht attackieren. Ich kann das Teil einfach nicht attackieren.
Vielleicht ja jetzt. Ach, jetzt kann ich es auf einmal attackieren. Es hat also so einen Cooldown, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt nämlich etwas zu erzählen, meine Damen und Herren. Es ist etwas sehr Plumpes an der Stelle, aber es ist etwas, was doch natürlich auch das Let's Play hier betrifft und so. Denn eigentlich, also eigentlich, was heißt es betrifft das? Es ist eigentlich eher so eine Frage an euch. Denn ich habe halt eben die Frage an euch, wie es halt eben ist, wenn ich dieses Projekt hier vielleicht auf so ein bisschen längere Videolänge strecke. Ist jetzt nicht so, dass ich halt damit sagen möchte, so, ich habe vielleicht die Angst, dass es zu viele Parts werden in diesem Projekt. Nein, um Gottes Willen, ich habe so Sachen wie Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel, Dragon Quest 9 und was weiß ich nicht, was noch Let's Played. Das ging auch alles über 100 Parts. Und das ist jetzt nicht so, oh, Dawnpage, okay. Und das ist jetzt nicht so, dass ich da ein großes Problem damit habe, dass das Projekt halt eben so lang geht, aber ich habe halt extrem viel Spaß in dem Projekt. Und ich gebe es euch wirklich ganz ehrlich zu, ich sitze manchmal hier während der Aufnahme, schaue dann auf OBS und sehe so, was, jetzt habe ich schon 30 Minuten aufgenommen, kommt mir überhaupt nicht so vor. Ich weiß, es ist immer so eine Sache auf YouTube vor allem, wenn das halt eben so ist, wenn man so eine Stunde Videos beispielsweise hochlädt, das schauen sich die meisten halt eben dann nicht mehr an, weil es halt eine Stunde zu viel für die ist. Ich verstehe da aber nie die Logik, warum schaut man sich dann nicht vielleicht eine halbe Stunde an und dann irgendwann, wenn man Zeit dafür hat, schaut man sich halt irgendwie die restliche halbe Stunde an. Ich verstehe nicht, warum man nicht das machen kann, aber jeder hat sein Konsumverhalten und ne, so wie ich mein Konsumverhalten habe, so habt ihr auch euren. Und ich weiß jetzt schon, dass auch manchmal mit diesen 45-Minuten-Parts, ich sehe es ja an dieser durchschnittlichen Wiedergabezeit, ja, die meisten von euch sehen das Video komplett, ja, also ich sehe es ja wie gesagt in der durchschnittlichen Wiedergabezeit, die meisten von euch sehen das Video komplett. Aber es gibt halt eben natürlich auch ein paar, die das natürlich dann nicht komplett schauen. Jetzt halt eben nur die Frage für mich, ich habe das jetzt bisher immer so eingeteilt, dass ich natürlich ungefähr storymäßig aufhöre. Das hat dann meistens immer aufgehört, so in der Zeit von, weiß nicht, halbe Stunde bis 40 Minuten halt irgendwie. In dem Zeitraum konnte ich das immer ganz gut storytechnisch immer so einteilen. Bedeutet also, ja, ihr wisst ja immer, wie ich meine Videos dann immer meistens beende. Wenn jetzt beispielsweise, nehmen wir die letzte Episode jetzt als Beispiel, ja, wir haben jetzt die Mission des Königs bzw. des Prinzens irgendwie erledigt, wir müssen jetzt irgendwie das Sultanat verlassen und müssen nach aus Gallopolis raus in die nächste Stadt halt irgendwie, das hat dann gut gepasst, um da halt eben den Part zu beenden, weil wir dann etwas erledigt haben und dann halt eben uns aufmachen können auf das nächste Abenteuer oder in das nächste Abenteuer aufmachen können. Soweit halt zumindest die Logik halt eben dahinter. Ich hätte aber rein theoretisch in der letzten Episode, na gut, was hätte ich rein theoretisch machen können? Weil ich glaube nicht, dass ich irgendeine Mission hätte machen können, wie zum Beispiel hier, weil das nimmt natürlich schon viel Zeit in Anspruch. Was gibt's denn für Beispiele? Es gibt bestimmt irgendwelche Momente, wo ich halt rein theoretisch auch hätte weiterspielen können, wo ich dann auch irgendwann ein anderes Ende der Episode irgendwie hätte finden können. Ergibt das irgendwie so Sinn? Ich hoffe, es ergibt irgendwie auch so Sinn. Ich versuche das gerade so bestmöglich irgendwie zu übertragen, sodass man mich versteht dabei. Aber dann hätte es halt am Ende eine Episode gegeben, die vielleicht eine Stunde halt irgendwie geht. Und da weiß ich halt eben nicht, ob das halt eben lohnenswert ist für Leute, um sich das halt eben anzuschauen, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu lang ist. Deswegen möchte ich euch jetzt alle individuell fragen. Es gibt ja so ein paar, mit denen ich mich privat austausche über das Dragon Quest Let's Play. Deswegen möchte ich euch jetzt alle mal so ein bisschen, ja, weiß ich, so eine Fragerunde mache ich jetzt einfach mal daraus, würde ich mal sagen. Und dann möchte ich von euch einfach mal wissen, seid ihr damit konform, wenn die Episoden auch mal eine Stunde gehen? Jetzt einfach so, ne, kalt hier rausgefragt, weil das ist halt so eine Sache, ne, wenn ich dann halt, oh, guck mal, da ist eine Gold, das, ich denke mal, dass zumindest eine Gold-Kaktuskugel ist. Jawohl, wie schön ist das denn, da haben wir schon direkt eine gefunden. Jetzt muss noch jemand gekräftigt werden, dann können wir eine Koop-Kraft auch nochmal direkt einsetzen. Ja, ist eine Gold-Kaktuskugel, geil. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass es dann halt nicht länger geht als, sagen wir mal, 45 Minuten. So, darauf habe ich halt eben geachtet, deswegen ist es halt eine Frage, die hier und da vielleicht dann auch mir ein bisschen mehr Spielraum gibt in dem Let's Play, sage ich jetzt einfach. Naja, wie dem auch sei. Ansonsten gibt es etwas Cooles auch wieder zu vermerken. Ich habe es geschafft mit diesem Let's Play, weil ich nutze jetzt einfach die Chance. Boah, kritischer Treffer, richtig nice. Der lebt immer noch. Boah, wie viele Leben diese Special Monster haben. Guck mal, der lebt immer noch. Alter, was die aushalten, diese Teile, wa? Ich hoffe, Serena bleibt noch ein bisschen. Ja, okay, bleibt noch ein bisschen gekräftigt. Und irgendjemand anderes, der noch gekräftigt wird, am besten. Boah, das ist 361 Erfahrungspunkte. Das ist so krass. Abblendung, Zauber. Zwei Talentpunkte. Nee, möchte ich nicht sofort verwenden. Und wir sehen es. Klumpen Golderz. Aber keine Gold. Nee. Ah, doch, schön. Ich wollte gerade sagen, ich finde kein Goldkügelchen für die Mission. Das wäre es noch gewesen. Schön. Questgegenstand bekommen. Wir können es dem Koch des durstigen Dünenreiters natürlich abgeben. Aber ich möchte ja auch einen Spitzwurm da irgendwie attackieren. Das Problem ist aber, dafür brauchen wir erstmal eine weitere gekräftigte Person aus unserem Team. Nee, aber ich nutze eben ganz kurz die Chance, um diese Mission zu machen, um auch ein bisschen abseits des Spiels natürlich zu sprechen und so. Weil jetzt bisher war das so schön in diesem Let's Play. Wir konnten uns sonst immer die ganze Zeit
darüber unterhalten, natürlich, wie schön das Spiel ist, was im Spiel gerade passiert. Ich konnte mich storytechnisch unterhalten bei euch. Und jetzt habe ich halt eben die Möglichkeit, auch so ein bisschen, ja, ist jetzt nicht privat oder so, aber halt anderes Zeug zu labern jetzt hier im Projekt. Darunter auch, wie gesagt, dass ich es geschafft habe, dass zwei meiner Zuschauer tatsächlich wegen mir, wegen meinem Let's Play Dragon Quest gekauft haben, was ich total klasse finde. Einer davon sogar unter meinem Instant Gaming Link oder mit meinem Instant Gaming Link, ne, also der ist auch etwas, was in der Videobeschreibung steht. Das ist halt so eine Sache, darüber möchte ich jetzt auch gar nicht groß Werbung machen, aber wenn ihr euch Spiele kauft und ihr unbedingt wollt, dass ich ein paar Cent irgendwie dazu bekomme von eurem Kauf, ohne dass ihr irgendwie mehr bezahlen müsst, dann könnt ihr unten den Link in der Videobeschreibung zu Instant Gaming nehmen. Da sind die Spiele meistens reduziert um ein paar Sachen und so weiter und da könnt ihr es halt eben machen. Darüber möchte ich aber gar nicht groß sprechen, weil das ist halt so eine Sache, weiß nicht, Werbung oder sowas machen, wenn es darum geht, dass ich Geld bekommen kann, das ist irgendwie doof. Das ist irgendwie doof, das muss nicht sein. Ihr könnt mir folgen auf meinen Social Medias und so weiter, das ist halt so eine Sache gerne, aber wenn es so um Geld oder so weiter geht, ach komm, ich attackiere es jetzt einfach schon, vielleicht werden wir gekräftigt im Kampf, wer weiß das schon. Aber wenn es halt so um Geld geht oder sowas, mache ich das ziemlich ungern. Auf jeden Fall, ich habe zwei Leute geschafft, die sich das Spiel jetzt auch gekauft haben, was ich total klasse finde, weil ich es damit geschafft habe. Natürlich falle ich jetzt wieder auf den Mors. Es ist immer ich. Warum falle immer ich auf den Mors? Jedes Mal, wenn der Gegner irgendwas macht, um uns zu verwirren, um uns zu, keine Ahnung, von den Beinen zu werfen oder sowas, ist es immer so, dass ich es auch erwische oder dass mich es auch erwischt. Und warum greift ihr die ganze Zeit Serena eigentlich an? Was geht bei diesen Spitzwürmen und Serena? Ich finde das total klasse, weil dann haben noch mehr Leute jetzt halt eben den Zugang zu Dragon Quest erhalten. Was ich aber auch daran klasse finde, ist einfach diese, ja, wie soll ich es nennen, ich sag mal, diese wunderbare Nachricht oder die wunderbare Message, die dahinter steckt, dass man wegen meinem Let's Play sich das Spiel geholt hat. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, die das halt nochmal ein bisschen wichtiger für mich macht, weil es fühlt sich halt irgendwie richtig klasse an zu, ach, Serena ist jetzt nicht mehr gekräftigt, stimmt. Och Mann, ey. Kann irgendjemand auch gekräftigt werden, bitte? Das wäre jetzt sehr schön von euch. Genau, am besten Erik oder so. Dann können wir eine Koopkraft einsetzen. Och, diesmal falle ich nicht hin. Das ist ja auch mal was Neues. Greif jetzt bitte nicht runter an. Ja, mich kannst du ruhig attackieren. Nein, du bist down! Ach, warum? Jetzt müssen wir wieder Spitzwürmer suchen. Die jetzt hier irgendwo wieder schlafen, damit ich eine Mission machen kann. Aber wie gesagt, es fühlt sich halt irgendwie, es ist für mich eine Ehre halt eben zu hören, dass Leute so ein wunderbares Franchise eben jetzt auch selber spielen wollen, nachdem ich halt eben das Let's Play gemacht habe. Ich weiß aber auch, dass ein paar Zuschauer natürlich das Spiel auch selber schon gespielt haben. Also wirklich nur ein paar. Ich kann mich jetzt wirklich nur an zwei erinnern, die es auch wirklich gespielt haben selber, von denen ich das auch aktiv weiß, die das halt eben hier auch schauen. Boah, Alter, der nimmt uns... Ja! Yes! Oh, jetzt sag mir bitte, die können auch die Koop-Kraft einsetzen. Jetzt sag mir bitte, Veronika und Erik können das auch einsetzen, oder... Wehe, es müssen gleich irgendwelche anderen sein. Dann bin ich aber gleich wirklich auf 180. Dann werde ich das einfach mal so machen, dass ich jetzt sage, Taktiken, Erik, bitte einmal Befehlen folgen. Rionaldo um sich zeigen. Und Veronika auch mal bitte Befehlen folgen. Einfach nur für den Fall. Weil ich möchte jetzt ganz kurz Erik heilen, damit da nichts passiert. Und danach halt eben mal gucken, ob die Koop-Kraft einsetzen können. Ob ich damit attackieren kann. Spitzwürm, bitte mach keinen Scheiß, das ist alles in Ordnung. Schön. Ich bin jetzt auch gekräftigt. Okay, wir sind safe. Mission ist eigentlich safe. Koop-Kraft, wollen wir das nochmal? Was muss ich nochmal einsetzen? Oh oh. Was muss ich nochmal einsetzen? Ich kann jetzt hier nicht zufällig nochmal eben ganz kurz nach den Missionen schauen, oder? Einstellungen? Nee. Scheiße. Ey, das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Darf ich das mal eben ganz kurz googeln? Ich habe vergessen, was für eine Koop-Kraft das war. Müssen dafür alle gekräftigt sein, damit die Koop-Kraft? Wie kann ich das machen? Dragon Quest. Ich muss mal eben ganz kurz googeln, ja? Missionsverzeichnis. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Weil ich gar keine Ahnung habe mehr. Ich dachte mir, ich werde es halt auf dem ersten Blick sehen. Ich dachte mir, okay, komm, dann gehst du halt eben hier durch und dann siehst du es und wirst dich daran erinnern. Aber nee, ich erinnere mich ganz bestimmt nicht daran. Alle Missionen. Ich hoffe, ich lasse mich hier nicht spoilern. Entdecke das Tier in dir. Das war irgendwas, genau, Bestialisches war das irgendwie, ne? Entdecke das Tier in dir. Das ist Nummer 7. Ich hoffe, ich werde mich hier... Nee, ich habe mich von nichts spoilern lassen. Ich habe mich wirklich nicht spoilern lassen von irgendeiner anderen Mission. Keine Sorge. Maler links, genau. Wendet im Kampf gegen einen Spitzwurm die Koop-Kraft, das Tier in mir. Dazu müssen euer Charakter, Erik und Serena. Ach komm, echt jetzt? Das ist doch so eine Frechheit. Okay. Gut, Leute. Dann, Serena, weite deines Amtes und dann wirst du jetzt hoffentlich auch gleich erstmal wieder gekräftigt.
Das wäre jetzt sehr unschön, wenn wir das jetzt hier nicht schaffen, wo gefühlt alle gekräftigt sind. Greif einfach an, I guess. Bitte Serena, bitte Serena, bitte Serena, bitte Serena, bitte Serena, bitte gekräftigt. Ach Mann, ey, Serena, du zerstörst hier gerade alle meine Träume. Ach, vor allem, weil jetzt gleich... Warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Man kann auch bestimmt auch irgendwie Turns wasten oder so, ne? Erstmal Erik heilen. Weil der kriegt halt übelst Damage dann. Kann man irgendwie Turns wasten? Habe ich irgendwas? Kann ich eine Mondrautenknolle einsetzen? Oder gibt es sowas wie Ausruhen oder so? Verteidigen, ja. Geh mal in Abwehrstellung, genau richtig. Er sagt, los geht's. Veronika, geh du auch bitte in Verteidigerstellung. Greif ihn nicht an, sodass wir noch die Chance haben, dass Serena hier gekräftigt wird. Ach Mann, Serena, bitte jetzt. Alle Zeichen, ey wirklich, alle Planeten des Sonnensystems stehen gerade in einer Reihe. Es muss jetzt eigentlich funktionieren. Heil Erik, der ist gleich down. Es muss jetzt in diesem Kampf funktionieren. Ja, schön, Veronika. Schön, so will ich das sehen. Weiterhin, weiter bitte in Verteidigerposition. Und jetzt Serena, bitte. Ja, don't worry, I'm going to help. Natürlich ist Serena diejenige, die auf den Boden fällt. Und jetzt höchstwahrscheinlich nicht mal gekräftigt werden kann, wenn sie auf dem Boden liegt. Das ist doch wieder eine Frechheit sondergleichen. Dass ich mich bei einem Spiel wie Dragon Quest aufregen muss, das ist doch echt schon wieder etwas, was nur mir passieren kann. Bitte verteidigen. Das ist jetzt hier eigentlich... Veronika ist nicht mehr... Das ist aber in Ordnung. Ah ne, doch, Veronika ist doch gekräftigt. Ich dachte jetzt gerade, da habe ich das irgendwie gerade falsch gesehen gehabt. Bitte. Verliert die Macht der Kräftigung. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Es müssen nur... Natürlich ist der Spitzwurm jetzt gekräftigt, bevor Serena gekräftigt ist. Was ist das denn jetzt für eine Verarsche hier? Wehe. Dankeschön. Serena, steh bitte auf. Bitte steh... Oh Mann, Serena, bitte steh auf. Wir gehen jetzt alle in Abwehrstellung. Nein, nicht Korbkraft. Verteidigen. Bitte. Bitte. Steh auf und krieg deine Kräftigung. Ach Mann, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir stehen gerade so kurz da vorne und es will einfach nicht. Verteidigen. Verliert die Macht der Kräftigung. Das darf nicht wahr sein. Mann, Serena. Die war halt vorhin auch noch gekräftigt, weißt du? Da hätte alles funktionieren können. Alles hätte funktionieren können. Jetzt halt die Frage, besiege ich diesen Spitzwurm jetzt einfach und warte, bis wir irgendwann nochmal gekräftigt sind? Das kann doch jetzt nicht echt passiert sein. Boah, wie viele Zauber die hat. Alter Schwede. Abblendung. Halt einen Verbündeten vom Blendeffekten. Achso, das war das. Hat die irgendwelche Fähigkeiten? Dämonenlähmer und Zauberbann. Ja, mach mal Dämonenlähmer. Ich weiß nicht, ob das ein Dämon ist, aber ich würde einfach sagen, ja. Okay, ist er jetzt gelähmt? Man weiß es nicht. Man wird es niemals erfahren. Keine Ahnung. Ach Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein. Spitzwurm verliert die Macht der Kräftigung, wie jetzt wahrscheinlich auch. Ich weiß jetzt, ich soll hier einfach attackieren und einfach gucken, oder soll ich das jetzt einfach... Ach komm, weißt du was, ich attackiere jetzt einfach durch. Wir haben noch genügend MP rein, theoretisch, wobei Serena hat nicht so genug MP. Was sonst hätte ich jetzt einfach gesagt, okay, vielleicht sollten wir doch einfach die ganze Zeit in Verteidigerposition gehen, die ganze Zeit einfach warten, bis wieder alle gekräftigt werden oder so. Vielleicht können die auch gar nicht gekräftigt werden. Vielleicht kann man wirklich nur gekräftigt werden, wenn man auch wirklich attackiert. Jetzt bist du gekräftigt! Da habe ich mich wohl so sehr aufgeregt, dass ich das Telefon zum Mittagessen einfach mal angeregt habe, loszuklingeln. Ich bin wieder da und jetzt auch voll gekräftigt. Ja, mein Magen ist jetzt vollgeschlagen. Jetzt bin ich wieder da. Mal gucken, ob ich mich jetzt weiterhin aufregen muss, dass Serena jetzt erst gerade gekräftigt wurde, nachdem Erik und... Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich meine Kräftigung wieder verlieren. Also kann ich ruhig sagen, dass ich jetzt gleich auch keine Kräftigung mehr habe. Nachdem Erik und ich jetzt unsere Kräftigung verloren haben, kommt sie auf einmal so, ach, warte mal, wird doch gekräftigt sein. Mann, Serena, ich hab dich so gern, ne? Aber das hast du jetzt so verkackt, ehrlich. Mann, ey, es hätte alles so schön werden können. Ja, jetzt habe ich nämlich meine Macht verloren, aber wir warten. Auch wenn das niemals funktionieren wird. Sage ich euch jetzt, wie es ist. Es wird niemals funktionieren. Schön, Veronika, dass du instant wieder gestärkt oder gekräftigt bist. Toll, aber ich brauche dich nicht gekräftigt. So schön es auch ist, kann Erik nicht einfach wieder gekräftigt werden und ich... Ich meine, wir hatten es jetzt gerade erst in den Turns so gehabt, dass wir gerade erst gekräftigt waren. Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert, ob man nicht irgendwie direkt in der nächsten Runde schon wieder gekräftigt werden kann oder ob das wirklich funktioniert. I don't know, kenne mich damit halt eben nicht aus. Aber es wäre sehr schön, wenn es funktioniert. Ich möchte jetzt hier nicht die ganze Zeit wieder warten, bis Serena jetzt gleich wieder ihre Kräftigung verliert und wir dann erst unsere Kräftigung bekommen. Mann, aber es läuft irgendwie darauf hinaus. Ja, heile ich mich selber mal eben. Und so viel MP ist auch nicht mehr da, um sich die ganze Zeit Blut hochzuheilen. Nein, bitte nicht attackieren! Nein! Oh Gott, Serena! Hätte ich mich mal nicht geheilt, dann hätte Serena mich geheilt, wa? Nein, 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 nein! Oh, schön, dass es jeden verfehlt. Dankeschön.
Oh, bitte, Serena, bleib noch ein bisschen gekräftigt. Warte einfach bitte, bis Erik und ich gekräftigt sind. Yes! Yes! Bitte! Bitte! Wenn es da draußen einen Gott gibt, dann jetzt, bitte! Komm schon! Verteidigen! Serena, heil mich bitte, dankeschön. Und jetzt bitte, 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 kräftige dich, Marcel! Ah, okay. Werden noch attackiert. Serena ist gleich down. Verteidigerposition. Serena, heil dich gleich mal bitte selber, das wäre sehr schön. Nein, ich bin unheimlich gekräftet. Oder kräftigt, Entschuldigung. Mann, ich kann jetzt die Ewigkeiten warten. Bitte nicht. Doch, schön. Niemanden hat's getroffen. Wunderbar. Jetzt bitte wird gekräftigt. Bitte wird gekräftigt. Yes! Yes, yes, yes! Komm schon. Koop-Kraft. Da ist es, das Tier in mir. Ermöglicht es Erik, 2 Züge pro Runde zu machen und gewährt ihm obendrein einen gigantischen Attributsbonus. Let's go! Gott, behüte, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Haben wir die Mission also danach auch schon mal? Was für eine Animation, leck mich am Arsch. What the fuck? Okay, das sieht mega episch aus. Guck dir mal seine Attributsboosts da an. Oh mein Gott. Taktiken. Erik, gnadenlos sein, vor allem jetzt. Du auch gnadenlos sein. Und jetzt geht's nämlich wieder los. Oh, Erik kam ja richtig gut zum Zug. Egal, wir haben ihn auf jeden Fall besiegt. Boah, wunderbar. Du hast das Tier in dir entfesselt und einen Spitzwurm erledigt. Du solltest dem Maler vor der Anschlagtafel im Norden von Galopolis davon berichten. Und das sollten wir absolut. Meine Güte, haben wir es endlich hingekriegt. Teleportation, ab nach Galopolis und dann das Ganze einfach mal abgeben. Ich meine, der Maler möchte ja ein wunderschönes Porträt zeichnen. Aber die Animation von Erik da in der Situation, das sah schon sick aus. Das sah schon echt gut aus. Also das muss man echt sagen. Ich bin echt überrascht. Die Animation und so weiter finde ich krass. Also ich war ja erstmal nicht so der Fan von der Koop-Kraft, von den Koop-Kräften. Meine Güte, ich kann schon nicht mehr vernünftig reden. Aber konnte ich das je? Von der Koop-Kraft war ich nicht so der größte Fan, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich muss sagen, ich gewöhne mich immer mehr daran, weil ich das auch ziemlich cool finde, dass man halt so das mit unterschiedlichsten Charakteren gemeinsam machen kann. Und wenn man das dann zum Beispiel, wenn jetzt Serena und Veronika eine haben, haben die eine andere Koop-Kraft, als wenn ich das mit Erik mache und so weiter, dass es halt so Special-Koop-Kräfte gibt und so. Ich weiß nicht, sowas finde ich total geil. Sowas finde ich schön. So schön Variationen und so. Und wenn das dann auch noch so klasse animiert ist, wie jetzt gerade das Tier in dir, ja, sind wir mal ganz ehrlich, dann ist es ein Augenschmaus. Dann macht man das ja auch gerne, dann drückt man da auch drauf. Und vor allem auch, weil die Bonis von den ganzen Koop-Kräften unterschiedlich sind und unterschiedlich stark sind und man die immer ziemlich gerne mitnimmt. Also, erstmal kurz räuspern. Hi, ich weiß nicht mehr, wie ich dich vertont habe, also mache ich das jetzt einfach mal wie so ein poschen Schnösel. Ich habe alles gesehen, jeden einzelnen Augenblick. Selbst aus dieser Entfernung konnte ich die unglaubliche Intensität dieses Kampfes spüren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht konntest. Lügen darf man nicht. Und ich hatte auch schon eine Inspiration bezüglich des Titels für mein Meisterwerk. Ich werde es Der Kampf mit dem Tier in mir nennen. Doch es ist noch zu früh, sich mit Titeln zu beschäftigen. Ich muss meine ganze Energie in die Vollendung meines Gemäldes investieren. Ach ja, bevor ich es noch vergesse, muss ich euch noch ein Dankeschön für eure Hilfe geben. Bitte sehr. Ein Anleitungsbuch, pelzige Pracht. Genau, das mit so Pelzsachen und so weiter, die man da anscheinend dann zusammen alchimieren kann, oder? Genau, Pelzmütze, Pelzponcho. Wunderbar. Kann ich ja gleich mal sogar reinschauen bei der pfiffigen Schmiede. Ich habe seit Jahren kein so inspirierendes Schauspiel mehr gesehen. Es sind Augenblicke wie dieser, für die wir Künstler leben. Hab tausend Dank, junger Mann. Pelzige Pracht haben wir ja bekommen und die geschafft wurde bravourös bewältigt. Auch natürlich ein Plan von mir, zu versuchen, so gut wie jede Nebenquest in diesem Let's Play hier natürlich auch zu erledigen. Wie gesagt, es wird kein, ich denke mal, oder ich gehe mal sehr stark davon aus, es wird kein 100% Let's Play, um Gottes Willen, nein. Ich glaube, das wird ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, so alles Mögliche mitzunehmen. Wo war eigentlich nochmal dieser andere Typ, von dem ich diese andere Mission her habe? Das weiß ich schon gerade gar nicht mehr. Abgeschlossen, hier. Schenke in Galopolis. Ach genau, bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Hier ist er nämlich, genau. Da haben wir das für dich. Goldkügelchen für dich. Oha, bedeutet eure Anwesenheit etwa, dass ihr tatsächlich ein Goldkügelchen für mich gefunden habt? Ja, habe ich, in der Tat. Hier ist das Goldkügelchen. Bei den Sanden, ein Goldkügelchen. Ist es nicht viel reizvoller als gewöhnliche Kakteen? Und diese perfekte Konsistenz, damit werden meine nächsten Koteletts ein wahrer Gaumenschmaus werden. Ob ich mal ein kleines Stück roh kosten sollte? Oh, wie aromatisch und saftig ist es. Und eine gewisse Schärfe hat es auch. Genau so muss ein Kaktus schmecken. Meine Kaktus-Koteletts werden besser als je zuvor schmecken. Daran gibt es keinen Zweifel.
Hab tausend Dank, mein Freund. Ihr habt das Leben der Kotelett-Konnoisseure auf der ganzen Welt verbessert. Bitte erlaubt es mir, euch ein kleines Dankeschön zu überreichen. Einen Gaukler erhalten wir. Das waren diese komischen, was war das, so ein Item, wahrscheinlich auch wieder so ein Sammler-Item oder so, ne? Goldkaktuskugeln sind eine rare Variante gewöhnlicher Monster. Noch mehr von ihnen zu finden, wäre für euch gewiss eine wertvolle Erfahrung. Ja, ah ne, Gaukler ist sogar tatsächlich ein Accessoire, wenn ich das richtig sehe. Schön, aber die nächste Mission wurde damit auch erfüllt. Geil, geil, geil. Wir machen Progress und so muss das nämlich auch. Das werden meine leckersten Kaktus... Ja, zu viel Ks in einem Satz. Damit hätten wir das jetzt erfüllt. Ich gehe mal ganz kurz nochmal reinschauen. Wir sehen auch, ich sehe gerade rechts da, Rionaldo da oben, Stufe 15 und so. Okay, interessant. Wo haben wir das denn? Zementohrringe werde ich auf jeden Fall... Nein, das wollte ich gar nicht. Zementohrringe werde ich auf jeden Fall, denke ich, mal ranlassen. Aber ich möchte mal ganz kurz gucken. Gaukler. Diese Tarotkarte einer Hellseherin macht die Macht in sich, feindlichen Angriffen auszuweichen. Hat die... Nee, trägt die Macht. Wie komme ich denn auf Macht die Macht in sich? Wie, warum habe ich das denn jetzt gerade vorgelesen? Aber das bringt ja fast gar nichts. Guck mal, das ist nur die Ausweichchance auf 1%. Das ist eigentlich ziemlich süß. Aber es ist ziemlich cool, wenn wir ein Schild haben und das. Aber, na, ob sich das irgendwie groß lohnt, weiß ich ja nicht. Haben wir ein besseres Schild nicht eigentlich sogar? An die Silberplatte haben wir abgegeben, ne? Stimmt. Aber was ich machen möchte, ist erstmal wieder hier in die pfiffige... Wo haben wir das denn hier? Pfiffige... Ich werde es niemals merken. Warte. Gegenstände war es, genau. Pfiffige Schmiede wollen wir noch ganz kurz nochmal reinschauen. Ich sehe auch nochmal, dass es dort nochmal ein Level abgibt. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen auch nochmal irgendwelche Perfektionistenperlen hoffentlich. Beziehungsweise vielleicht sogar eine neue Fähigkeit. Maximales Potenzial um 2. Aber sonst nichts. Okay, Perfektionistenperlen haben wir jetzt leider nicht. Aber ich möchte neue Anleitungen ausprobieren. Wir sehen ja eine Pelzmütze. Die Schwierigkeit erhöht sich hier. Aber, oh, guck mal hier, die Pelzmütze bringt ja übelst viel. Das wäre ja richtig geil. Aber wir haben keinen prächtigen Pelz. Pelzponcho können wir auch nicht machen. Warum können wir kein Pelzponcho machen? Ach, wir brauchen 2 magische Tierhäuter. Ach, schade. Wo kriegen wir die denn hin? Hier. Wo kriegen wir die denn hier? Wo kriegen wir die denn her? Kann man das nicht hier auch irgendwo nachschauen? Wenn wir jetzt hier mal ganz kurz reinschauen, dann... Wo haben wir das denn? Magische Tierhaut. Kann man hier nirgends sehen, ne? Doch, hier Info ansehen vielleicht? Spitzwürm kann das auch zum Beispiel absetzen. Oh mein Gott. Säbelzahnkatze, Ursa Minor und Spitzwürm. Das ist natürlich die Frage. Lohnt es sich jetzt für mich, noch einen Spitzwürm zu besiegen, um dann das vielleicht noch zu holen? Nee, oder? Ich glaube, das lohnt sich gar nicht mehr so groß. Wobei, ich hätte schon gerne so einen Pelzponcho. Wisst ihr was, das mache ich noch. Wisst ihr was, das werde ich noch machen. Wir haben ja mit Erik diese Möglichkeit, mit Kleptomane heißt glaube ich die Fähigkeit oder so, haben wir ja die Möglichkeit, gegebenenfalls Gegenstände von den Monstern eben abzugreifen. Dann wird es halt heute eine Episode, die es glaube ich so im Let's Play noch nicht gegeben hat, wo wir einfach so ein bisschen eine Nebenquest erfüllen, dazu halt eben noch ein bisschen Alchemie betreiben, ein bisschen was am Farmen sind. Es ist ja auch nichts mega Brutales, sind wir mal ganz ehrlich. Das mal eben zu farmen sollte hoffentlich nicht allzu lange dauern. Da gibt es heute vielleicht eine... Für den einen oder anderen vielleicht eine etwas langweiligere Episode, weil ich halt in der Story nicht so weitermache. Aber sowas muss halt auch mal zwischendurch sein, ja, wo wir einfach so ein bisschen solche Missionen eben erfüllen. Von daher, das wird schon so funktionieren. Und dann hätte ich nämlich ziemlich gerne einen Pelzponcho, weil der halt eben schon wirklich ziemlich die Abwehr steigert. Und das nehme ich so mit, vor allem, weil ich das halt eben alchimieren bzw. schmieden kann. Nennt sich das überhaupt schmieden? Ich will immer noch bei diesem Alchimieren bleiben, das ist irgendwie viel besser. Auch wenn es komisch ist, wenn ich sage, dass ich einen Pelzponcho alchimiere, das ist irgendwie nicht korrekt. Aber... Man weiß ja, was ich damit meine. Zumal es sich auch lohnt, habe ich auch gesagt bekommen. Es lohnt sich immer, die Items auch lieber zu alchimieren, als sie zu kaufen. Habe ich mir schon fast gedacht, aber ich habe jetzt auch die Bestätigung dazu. Was heißt jetzt? Ich habe es vor einer etwas längeren Zeit gesagt bekommen. Von daher, das machen wir einfach mal. Ich bin guter Dinge, dass wir das auch relativ schnell bekommen können. Ich bin da ziemlich guter Dinge. Spitzwürmer halten natürlich ein bisschen mehr aus. Das heißt also, es werden ein paar längere Kämpfe wahrscheinlich werden, aber ich denke einfach mal, wir sollten einfach mal vom Guten ausgehen und jetzt einfach mal so ein bisschen an Glück hoffen, so wie es ja auch schon fast der Fall war vorhin okay. Mit dem, das Tier in dir da. Okay, sagen sie nur. Erik, bitte einmal Befehlen folgen, weil ich möchte von dir jetzt immer Kleptomane. Let's do this. Ich möchte nämlich von dir immer Kleptomane jetzt immer aktiviert sehen. Sirena kriegt jetzt mal übelst aufs Maul. Oh nein. Oh nein! Es geht schon gut los, Sirena. Instant down. Aber vielleicht ja hat es etwas Gutes. Steht einem Feind Gegenstände. Bitte. Kleptomane. Es passiert einfach gar nichts. Ist das jetzt ein gutes oder ist das jetzt ein schlechtes Zeichen? Ich weiß jetzt nicht, was mir das sagen soll. Heißt das jetzt, dass es nicht funktioniert hat? Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Weil ich weiß jetzt nicht, soll ich nochmal Kleptomane einsetzen und warten, bis ich irgendwann die magische Tierhaut bekomme? Oder bekomme ich jetzt ein Item nach dem Kampf? Ich setze das mal nochmal ein. Aber es gelingt ihm nicht, irgendwas zu holen. Aber vorhin stand das da nicht. Oder habe ich das geskippt und es war einfach viel zu schnell wieder weg? Ich weiß es gerade nicht. Natürlich verfehle ich. Ich bin gerade sehr verwirrt. Man merkt es mir, glaube ich, kaum an. Aber schön.
Das sorgt nämlich dazu, dass die Folge noch länger wird und dass ich die Folge noch länger in die Zukunft hinauszögere. Das finde ich auch so klasse. Ach, Veronica ist ein toller Charakter. Veronica ist klasse. In so einem Videospiel, echt, da kommt das so gut rüber. Nur 29 heile ich ihn. Das ist schon fast ein bisschen peinlich. Guck mal, der stirbt jetzt gleich. Wer ist Serena noch am Leben? Ich glaube, wir sterben gleich, aber wirklich. Lol, er ist paralysiert. Das kommt gerade in einem perfekten Moment. Wäre es jetzt nicht das Beste, wenn wir jetzt Kleptoman einsetzen? Mal rein theoretisch rein. Logisch betrachtet müsste das jetzt ja am meisten Sinn ergeben, wenn er gelähmt ist. Natürlich kann er sich instant wieder frei bewegen, klar. Natürlich, wie soll es anders sein? Weil ich wollte gerade sagen, rein logisch betrachtet wäre es jetzt das Intelligenteste, während er gelähmt ist, ihm das Item mal eben zu klauen. Das Problem ist, auch im Pokémon funktioniert das aber leider nicht. Wenn der Gegner paralysiert und schläft oder was weiß ich nicht, was kann er trotzdem aus Bällen ausbrechen, obwohl es keinen Sinn ergibt. Also, ich glaube nicht, dass wir hier einen anderen Effekt erzielen werden. Oh oh. Alter, dieses, wenn er Feuer losspuckt, ey, das ist so krank. Kann er jetzt bitte sterben? Dankeschön, vielleicht kriegen wir jetzt auch so die magische Tierhaut. Bitte, 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 natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Jetzt müssen wir uns wieder halt ausruhen. Ich kann nämlich jetzt, glaube ich, nicht geschickte Gruppenheilung machen, nee, weil es halt eben nur, genau, uns heilen wird. Oh, jetzt muss ich wieder Backtracking hier veranstalten. Oder gibt es hier irgendwo anders noch einen... Ich könnte da hochlaufen, theoretisch. Dann werde ich da hinten mal so ein bisschen die Spitzwürmer abfarmen. Das ist jetzt eine Farming-Episode. Keine Ahnung, wie lange diese Episode jetzt auch sein wird. Vielleicht wird das ja auch heute die Episode sein, dass gerade über diese 1-Stunden-Geschichte gesprochen und vielleicht ist es jetzt sogar die Episode direkt jetzt, die eine Stunde geht, wo ich halt eben einfach nur farmen werde. Aber naja, ich mache es ja für etwas Gutes. Ich könnte natürlich jetzt rein theoretisch auch sagen, Leute, ich schneide das jetzt und wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ich das Item halt eben habe. Aber da ich das jetzt gerade das erste Mal mache, dass ich jetzt hier etwas, wie ich finde, etwas Plumpes hier farme, ist es, glaube ich, etwas, wo ich halt frohen Gewissens sagen kann, es ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt das mal noch in der Episode lasse. Ach, warte, stimmt, die stehen ja gar nicht auf. Ich muss das ja machen hier. Stimmt. Die stehen ja nur auf, wenn das jetzt beispielsweise so story-relevant ist oder sowas. Zum Beispiel in einem Bosskampf oder sowas. Nicht Reformation. Wo ist denn das? Wiederauferstehung. Ach ja, stimmt. Erik, bitte einmal. Genau, ihr braucht einen kleinen Betrag von 100 Goldmünzen, klar. Natürlich. Ich muss der Statue jetzt so 100 Goldmünzen so in den Fuß legen oder was? Was will denn so eine Statue von 100 Goldmünzen da? Ja, ist ja auch egal. Immerhin können wir euch jetzt wieder... Ja, genau. Ja, schön. Schön, dass ihr jetzt wieder auferstanden seid. Ach man, ich könnte natürlich jetzt auch Rionaldo einfach nach vorne setzen, irgendwie für Serena oder sowas, aber ich würde Serena schon gerne da haben, als Heilerin, das lohnt sich schon ziemlich, wenn sie nicht auch instant halt eben stirbt, aber das Problem ist halt, dass die Spitzwürmer mit ihrem komischen Loder-Angriff da so unfassbar viel Damage dealen, dass wir einfach schon fast gar keine Chance haben. Oh mein Gott! Aber das lässt ihn kalt, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, stimmt, wir haben jetzt die Armbrust ja bekommen, wo wir von hier so Gegner anlocken können, aber wieso, das juckt ihn nicht, weil er pennt, na klar. Wie kann man denn so einen festen Schlaf haben? Das möchte ich mal gerne sehen, dass ich jemanden von euch mit der Armbrust abschieße, während ihr schlaft. Oder am Schlafen seid. Während ihr schläft. Ihr schlaft. Schon wieder falscher Dialekt hier. Gut, dass es niemanden trifft erst einmal. 27 Schaden. Gut, dass er aber auch auf mich geht. Ach, Erik ist das. Gut, dass er aber auch auf mich geht und nicht auf irgendjemand anderen. Aber es gelingt nicht, irgendwas zu stehlen. Das heißt also, ich werde jetzt einfach auf diese Nachrichten achten. Die ganze Kleptomane spammen, bis es funktioniert. Und guck mal, Serena, genau deswegen haben wir dich jetzt mit dabei. Genau deswegen wollte ich dich mit dabei haben. Trotzdem wäre das natürlich sehr schön, wenn die jetzt gleich... Oh, 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 oh. Alter, das macht so viel Damage. Das ist echt schon frech. Das ist halt wirklich nicht mehr zu fassen. Erik, Kleptomane bitte. Gelingt ihm nicht, etwas zu stehlen. Ich glaube, das werden wir jetzt ziemlich häufig lesen. Habe ich zufällig Heilkraut oder sowas? Ja, ich habe sogar viele Heilkräuter, weil das kann ich auch mal einsetzen. Da müssen wir nicht MP verschwenden. Brauchen wir nicht irgendwie das Risiko eingehen, dass Serena vielleicht ein bisschen langsamer ist, bevor sie mich heilt. Ist sie nicht. Das hätte sich damit jetzt schon mal erstmal beantwortet. Oh, Erik. Oh, 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 oh. Natürlich greift er zweimal Erik an. Du kannst alle attackieren, aber bitte nicht Erik. Es gelingt ihm nicht, etwas zu stehlen. Da frage ich mich sowieso... Warte mal, sagt sie... Ban. Das ist ja auch cute. Ist es vielleicht so, dass man das nur bei bestimmten Monstern oder so einsetzen kann? Nicht, dass ich das jetzt hier komplett grundlos die ganze Zeit mache. Oh, bitte nicht Serena. Bitte nicht Serena. Oh, Veronica ist aber auch doof. Die ist auch gleich schon down. Ich weiß halt eben jetzt nicht, ob ich das überall einsetzen kann. Warte mal, ich gehe mal in Abwehrposition und Erik soll jetzt mal wieder weiter einfach Kleptoman einsetzen. Nein, immer noch nicht. Ich glaube, ich müsste das jetzt gleich wirklich einfach schneiden, damit das jetzt hier nicht komplett ausartet gleich in einer übelst langen Episode. Dass ich das dann schneide oder dass ich halt einfach bis zur nächsten Episode das Item dann einfach sammle. Und wir es dann in der nächsten Episode sehen, wo ich das Teil dann schmiede. Natürlich gelingt es ihm nicht, etwas zu stehlen.
Ich gehe mal weiter in die Defensivstellung. Schön machst du das, Serena. Bitte nicht Serena attackieren. Genau, schön mich attackieren. Ich bin in Abwehrstellung. Jawohl, schön machst du das. Spitzwürm, du spielst genauso, wie ich das möchte. Yes! Ja! Jawohl! Meine Güte, da haben wir's. Und es ist sogar instant besiegt worden danach. Geil! Mann, Erik, ey. Ich küsse dir deine Augen oder so. Wie schön ist das denn? Und jetzt einfach wieder zurück teleportieren. Einfach, weil ich es kann. Weil ich möchte das jetzt hier nicht einfach in der freien Wildbahn irgendwo hier draußen in der Natur oder sowas schmieden, sondern ich mache das jetzt einfach schön in der Sicherheit der Stadt. Oh, wunderbar. Als ich auch dieses Pling gehört habe und so, da dachte ich mir so, das muss es jetzt gewesen sein. Dann lese ich das. Auch wunderbar. Jetzt können wir einen Pelzponcho auch herstellen. Wie ich mich hype, dass wir einen Pelzponcho herstellen können. Aber Leute, das war jetzt auch schön, dass es funktioniert hat direkt. Benutzen einmal bitte und jetzt stellen wir einen Pelzponcho her. Jetzt stellt euch mal vor, ich verkack das. Rüstung schmieden. Alle jetzt einfach mal und dann Pelzponcho. Warum hat das so einen Stern? Weil wir das schon alchemiert. Ach nee, weil wir das perfektioniert haben oder so vielleicht? Egal. Pelzponcho, darum geht's jetzt. Wem geben wir das denn am besten? Ich würde sogar schon fast sagen Veronika. Oder Erik? Nee, Veronika hat natürlich mehr Nutzen davon. Also gebe ich das einfach Veronika. Der den Träger vor Feuer- und Eisbasierten Angriffen schützt. Das ist wunderbar. Ja, und Veronika bekommt das jetzt gleich. Der Beutel erhält nicht genug Materialien, um diesen Gegenstand, was? Ach so, ja, klar. Du möchtest Materialien aus dem Inventar deiner Gruppenmitglieder verwenden. Ja, klar. Wenn das jetzt bei Erik natürlich im Inventar war, natürlich nehme ich das da raus. Das hat jetzt eine erhöhte Schwierigkeit. Das bedeutet jetzt also, dass ich das verkacken kann. Zwillingsschlag mache ich jetzt einfach mal. Schön. Zwillingsschlag mache ich auch nochmal auf der anderen Seite. Ja, vielleicht nochmal. Oh, schön, in der perfekten Range. Und jetzt muss ich Glück haben. Bitte, vielleicht ein kritischer Schlag? Vielleicht ein kritischer Schlag? Bitte? Kritischer Schlag? Bitte? Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. So kurz davor. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann nur mir passieren. Das kann auch nur mir passieren. Ehrlich jetzt? Ne. Wenn er jetzt aufhörte, wäre das vermutlich ziemlich gut. Das geht noch? Fertigstellen. Bist du sicher, dass du fertig... Ja, bin ich. Warte mal. Ich krieg trotzdem noch einen Pelzponcho? Tatsache! Oh, Pelzponcho plus 1. Oh, ich hab gerade gedacht, weil ich da nicht... Oder habe ich das noch gerade so in die Range geschafft? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich habe es nicht in die Range reingeschafft. Also ich meine, ich will mich nicht beschweren, um Gottes Willen, aber ich dachte jetzt gerade, weil ich das nicht in die Range da reingeschafft habe, dass ich kein Pelzponcho bekomme. Aber okay, ich habe mich nicht beschwert. Also ich möchte ganz kurz gucken, ob ich irgendwas verbessern kann hier. Zementuhrringe für 10. Das wäre natürlich auch lustig, wenn ich Sandras Talisman verbessern kann. Ich habe mir geschworen, Sandras Talisman niemals abzusetzen. Ich werde das auch weiterhin durchziehen. Ich behalte es in Ehren an meinem Herzen und ich werde es nicht absetzen. Für das restliche Projekt nicht. Für das restliche Let's Play werde ich dieses Item nicht absetzen, außer ich muss es storytechnisch irgendwas anderes draufsetzen oder so. Ich weiß es ja nicht. Veronikas Stab könnte ich natürlich verbessern, theoretisch, aber lohnt sich sowas überhaupt? Serenas Stab. Ach, Rionaldo, du kannst mich mal. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Serenas Stab vielleicht, habe ich mal halt gedacht, ne? Dieser entzückende Zauberstab leistet seiner Trägerin schon seit vielen Jahren treue Dienste. Das ist doch wunderbar. Komm, ich mach mal Serenas Stab. Komm, Serenas Stab verbessern wir jetzt einfach mal. Wird sich jetzt wahrscheinlich vielleicht gar nicht überhaupt nicht lohnen und so. Ich sollte vielleicht die Perfektionistenperlen einfach sparen. Aber ich dachte mir jetzt einfach, das... Yo, okay. Das, was ich mir jetzt einfach dabei erhoffe, ist halt, dass ich halt damit erzeugen... Oder das erzeugen möchte, dass ich... Weil erstmal Veronika einen besseren Stab dann erstmal gebe, bevor ich halt... Wobei, warte mal... Nee, schade, steigt da leider rüber. Mein Plan wird es halt eben sein, dass ich Veronika eben dann die teuren Stäbe erstmal hole, weil sie hat ja so einen Doppelstapel eben und Serena hat halt die Möglichkeit, zwei Stäbe sozusagen halt eben zu haben, weil sie einen Einhänderstab hat. Kann man das so sagen? Ach, zu einem Stab plus 1 leider nur, aber egal. Ist besser als nichts. Nimm mir einfach so mit. Ist schon in Ordnung. Und jetzt mal im Pelzponcho ausrüsten hier. Lederkleid wirst du dann erstmal verlieren, aber dafür trägst du jetzt ein wunderbares Poncho. Pelzponcho wurde ausgerüstet und du hast jetzt eine schöne Abwehrlinie. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz hier bei Serena. Ich weiß nicht, erhöht eigentlich, das ist auch so eine Frage, erhöht das Verbessern solcher Stäbe eigentlich auch die Effekte auf Attribute? Also sagen wir jetzt einfach mal, ich würde jetzt Serena Stab auf plus 3 bringen. Würde das dann auch mehr magische Heilkraft bringen, mehr MP-Absorption bringen?
gerne mir schreiben. Das ist nämlich auch so eine Frage, die mich gerade so ein bisschen, die mich gerade... Ach, ich beende jetzt einfach die Episode. Ich komme nicht auf das Wort, was ich suche. Ich wollte die Episode ja jetzt sowieso beenden, aber ich werde jetzt einfach nicht auf das Wort kommen, was ich hier suche. Wie gesagt, wenn ich aufnehme, nachdem ich aufgestanden bin, Leute, dann kommt halt so ein Schwachsinn raus. Wie dem auch sei, wenn euch diese Episode gefallen hat, würde mich einen Daumen hoch freuen und supporten. Ich hoffe, euch hat diese Episode hier gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Kostin, bye bye, macht es gut.